und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ich weiß, die Specials von den XPs werden immer einseitiger und es kotzt mich eigentlich auch an, dass ich euch jetzt wieder nur so ein Video präsentiere, wie ich hier wieder im Bienenfarm-Modus bin, alleine. Denn meinem lieben Happy ist das Internet abgekackt, keine Ahnung, ist wahrscheinlich die Hauskühe über den Router gelaufen. Spaß, Alter, verstehst du schon, ne? Ja, ich habe das Brickland just hit Perma. Und ja, ich würde mal sagen, alle, das letzte Special gesehen hat und da ich wieder im Bienenraum hocke, würde ich mal sagen, ist es ganz logisch anzunehmen, dass das meine Runde zu 7 Millionen XP ist. Boah, ey, ich krieg einen Halbsteifen, ey. Ja, 7 Minuten muss ich jetzt einfach mal durchlabern. Hoffentlich kriege ich diese 7 Minuten irgendwie rum, ohne dass ich mich jetzt zu sehr blamiere mit dem Reden, weil mir fällt einfach auf Anhieb kein Thema ein. Wobei, doch. Schreibt mal in die Kommentare, wie euer Ostern war. Da würde mich mal interessieren, weil, wie gesagt, besucht ihr bei euch noch die Geschenke richtig, weil bei uns wurden die bis letztes Jahr, wo haben unsere Eltern die Geschenke immer versteckt, da mussten wir die immer suchen. Dieses Mal lagen sie halt gleich auf meinem Platz. Ich habe bekommen 30 Euro und den Film Maze Runners, den ersten Teil. Richtig, richtig geile Trilogie. Ich habe es ja gelesen. Und ich kann es wirklich allen nur empfehlen. Wer wirklich was Geiles lesen will, lest die. Also, dann kommt wirklich, falls ihr Tribute von Panen gelesen habt, kommt an das... sorry, ich bin ein bisschen müde. Kommt an diese Trilogie auf jeden Fall ran. Ist richtig, richtig geil. Erster Teil beste, zweiter Teil noch geiler und dritter Teil so... ganz gut, aber es passt sogar wirklich so. Es gab mal einen Spruch von einem sehr... na, YouTube. Von einem sehr berühmten Mann. Oh, weil so berühmt ist er gar nicht. Egal. Ist mein Kumpel. Der meinte halt so, achte mal auf die Filme. Der erste Teil ist immer richtig geil. Der zweite Teil ist dann noch geiler. Und der dritte Teil ist dann scheiße. Und so ist es auch da so ähnlich. So war es auch bei Tribute von Panem. Ich fand den ersten Teil richtig, richtig geil. Und beim zweiten, ey, da saß ich fast mit einem Dauersteifen da. Und den dritten Teil fand ich scheiße. Beziehungsweise nicht ganz so gut wie die anderen beiden. So, ich würde sagen, nach dem Boss muss ich da mal inzwischen meine Kontakte anfragen. Ich wäre gern so wie ich. Ja, und ich würde mal sagen, das Video kommt ja jetzt nach Brickforce Folge 100 raus. Muss ich auch nochmal fragen, wie hat euch die 100. Folge gefallen? Der Max saß da ziemlich lange dran. Ich muss sagen, also auf der Skala von 1 bis 10 würde ich persönlich eine 7 geben. Ist doch schon geil geschnitten, aber diese zwei Stellen, wo so ultra lange einfach nur Musik war, das hat mich persönlich auch ein bisschen abgefuckt. Da hätte man viel bessere Sachen noch reinschneiden können. Und an dieser Stelle ein Gruß am lieben Dunkel, der gerade in Frankreich fett chillt und sich mit einem fetten 3-Gänge-Menü zum Mittagessen den Magen vollschlägt. Dunkel, du bist ein Wichser. Ich will auch. Bei mir gab es heute Mittag... also mein Mittagessen war sogar relativ enttäuschend. Es gab etwas, was mir nicht so extrem geschmeckt hat. Das war irgendwie so Putenbrustfleisch irgendwie und das war aber noch nicht richtig durch. Da war noch ein bisschen, das war noch ein bisschen blutig. Dazu Reis mit Soße. Das klingt jetzt eigentlich geil, aber mir schmeckt das nicht so richtig. Eigentlich hätte es heute Mittag für mich Pizza geben sollen, aber die ganze Pizza habe ich schon aufgefuttert. Pizza ist richtig, richtig geil. Freue ich mich schon nächstes Jahr auf unseren... auf unseren Italienurlaub. Ja. Scheiße, jetzt weiß ich gerade auch nicht mehr das PW. Ich hoffe, dass es WASD war. Also entweder Q oder WASD, eins von beiden. Ob es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich meine Passwortsammlung von Lidl, Aldi, Rewe und Pool auf Q und WASD erweitert, ja. Ihr dürft jetzt gerne applaudieren. Okay, einer ist schon mal drinne. Das heißt, ergo, was war das PW? Na. Ah. Sehr schön, dann ist das PW doch cool. Dann gleich mal bei Amorph anfragen. Veteran 2 Raum. Cool. Das Problem ist halt, warte, vielleicht kann ich ihn holen. Er ist offline. Schöne Scheiße. Ja, wie die meisten auch gesehen haben, ich bin jetzt wieder in einem anderen Clan. Das liegt daran, dass dieser Hurensohn von Altronis mich aus dem Clan gekickt hat. Weil ich ja nicht nützlich für den Clan wäre.
Ich habe zu allen erklärt, wie man richtig Bienen farmt, habe allen immer geholfen, war nett und so. Aber ich bin ja nicht nützlich für den Clan. Machst du nix? Naja, machst du halt wie gesagt nix. Und deswegen bin ich jetzt bei meinem Kumpel Easy im Clan. Ja, in Zomb Kings. Also, wenn ihr gute Zombieger seid, ich muss einfach nochmal Werbung machen, Leute. Dann bewerbt euch bei dem Clan. Oh Gott, jetzt wollen der mir die Bienen stehlen, ey. Ich hasse das. Ich glaube, den 500, den fetten Boss, lasse ich die mal so machen. Boah, Alter, im Ernst? Muss ich jetzt echt diesen Bug usen? Passt. Boah, wie ich Nico, ey. Weißt du, das ist das Problem. Wenn man nicht genügend Leute hat, muss man immer diese Randoms reinholen. Jetzt schreibt der Stealer! Fick dich, du Hurensohn! Stirb an, ey, jetzt spaß die Wichser Hurensohn, deine Mutter hatte ich schon. Naja, einen brauchen wir mindestens noch. Okay, da ist er. So, ich glaube, bei dem muss ich mir jetzt einiges an Score gestealt, aber ganz ehrlich, juckt mich nicht. Ich überlege, ob ich da mit einer Pistole aufgehe. Oder auch nicht, dann hat ja wohl... Wie viel Score denn jetzt gemacht? 9? Alter! Für einen Schuss kriegt man bei dem nur 50 Score, bitte was? Alter! Ich fass es nicht. Nun denn, Leute, noch 40 Sekunden und ich habe meine 7. Million geknackt. Mensch, Alter! Ich freue mich. Und ich komme mit der Muni auch mal perfekt hin, ey. Das ist ja schön. Nun denn, 15 Sekunden. It's the final countdown. Nein, jetzt hat dieser Huso nicht geladen. Oh, bitte lass das gereicht haben. Ja, 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 es hat gereicht. Es war zwar Arschhaaresbreite, aber es hat gereicht, Leute. Das waren die 7 Millionen XP. Wir sehen uns gleich beim nächsten Special wieder, beziehungsweise beim nächsten Let's Play. Bis dann, haut rein. Ciao.